In diesem Video werden wir die Parameterdarstellung, die Normalvektorform und die allgemeine Form einer Geraden wiederholen. Und dann werden wir ein Beispiel lösen, indem wir die allgemeine Form einer Geraden in die Parameterdarstellung umwandeln müssen. Zur Parameterdarstellung, wenn wir eine Gerade g haben, dann können wir die zum Beispiel durch die allgemeine Form x ist gleich a plus t mal v beschreiben, wobei a ein Punkt ist, irgendein Punkt der Geraden, t ein Parameter, eine Zahl und v unser Richtungsvektor. Um eine Gerade in der Parameterdarstellung zu beschreiben, brauchst du also irgendeinen Punkt der Geraden und einen Richtungsvektor. Und wenn du dann für den Parameter t unterschiedliche Werte einsetzt, bekommst du viele unterschiedliche Punkte, die alle auf unserer Geraden liegen. Ach ja, und das große x, das steht für alle Punkte xy. Dann zur Normalvektorform der Geraden, die lautet n mal px ist gleich 0, weil ja der Vektor n und der Vektor px normal aufeinander stehen, daher ist das Skalarprodukt 0. Das kann man auch ein bisschen anders ausdrücken, nämlich durch n mal x ist gleich n mal p, wobei dann n ein Normalvektor ist. Normalvektor der Geraden. Das x steht wieder für die Punkte xy und das p ist ein Punkt der Geraden. Und wie lautet die allgemeine Form? A mal x plus b mal y ist gleich c. Das x und das y sind Variablen, das c ist eine Zahl. Und das Wichtige bei dieser Darstellung ist, dass das a und das b, also die Koeffizienten von x und y, unser Normalvektor von der Geraden sind. Das heißt also, wenn du eine Gerade in der allgemeinen Form gegeben hast, kannst du den Normalvektor ganz einfach ablesen. So, und jetzt schauen wir zu unserem Beispiel. Wandle die Gerade h 4 mal x minus y gleich 7 in Parameterdarstellung um. Bitte überlege dir, in welcher Form unsere Gerade h jetzt gegeben ist und überleg dir dann nochmal die allgemeine Form der Parameterdarstellung, was du dafür brauchst und wie du dann anhand von der allgemeinen Form auf die zwei Dinge, die du für die Parameterdarstellung brauchst, kommen kannst. Bitte pausiere das Video und versuch die Aufgabe nun alleine zu lösen. Wir werden das Beispiel jetzt noch gemeinsam lösen. Also, wir haben hier unsere Gerade h in der allgemeinen Form gegeben. Das heißt, wir können schon mal den Normalvektor ablesen. Der lautet nämlich dann 4 und minus 1. So, jetzt müssen wir überlegen, was ist nochmal die allgemeine Form der Parameterdarstellung? Na, da haben wir gesagt, die lautet groß x ist gleich a plus t mal v. Was wir also jetzt brauchen, ist einmal einen Richtungsvektor v. Wir haben den Normalvektor der Geraden, das heißt, wir müssen den Normalvektor jetzt in einen Richtungsvektor bringen. Wenn du dich erinnerst, du musst einfach die Zeilen vertauschen und ein Vorzeichen ändern. Also zum Beispiel plus 1, 4 oder eben minus 1 und minus 4. Das heißt, wir haben schon einen Richtungsvektor und jetzt brauchen wir nur noch einen Punkt.
Und damit du einen Punkt bekommst, kannst du irgendeinen x-Wert wählen, den einsetzen und dir so den y-Wert berechnen. Also sagen wir zum Beispiel, also wir wollen einen Punkt. Wir können zum Beispiel wählen, x ist gleich 0. Das setzen wir jetzt in unsere Geradengleichung ein. Dann bekommen wir 4 mal 0 minus y ist gleich 7. Das heißt, minus y ist gleich 7. Und wenn wir das mit mal minus 1 multiplizieren, bekommen wir y ist gleich minus 7. Das heißt, unser Punkt ist 0 und minus 7. Und jetzt brauchen wir nur noch die Werte einsetzen. Null minus 7 ist unser Punkt, plus der Parameter t bleibt und als Richtungsvektor haben wir 1, 4. Und schon haben wir unsere Parameterdarstellung der Geraden h. Das war's, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder.